Mein Name ist Sascha Rahm und ich werde öfter mal danach gefragt, sag mal, warum bist du Vermögensberater? Warum bist du nicht Immobilienmakler oder Teiler oder Entwickler oder Investor? Weil der Immobilienmarkt boomt ja gerade. Ja, stimmt, wir haben niedrige Zinsen, das wirkt sich positiv auf die Immobilienbranche aus. Aber keiner weiß, ob das in 10 Jahren immer noch so ist. Also ich habe auch schon mal Zeiten erlebt, wo die Immobilienwirtschaft nicht so auf Rosen gebettet war. Das Zweite ist, aktuell, wenn du makeln willst, dann brauchst du Objekte. Das heißt, wir sind in einem Verkäufermarkt. Wenn du keine Zugänge zu Objekten hast, dann wird es schwer. Und du hast keine wiederkehrenden Einnahmen. Immobilien, gerade im Privatbereich, kaufen die Menschen typischerweise einmal, dann nicht wieder. Na, und ich mag es gerne, nachhaltig und auf Dauer mit Kunden zusammenzuarbeiten. Insofern fühle ich mich in meiner Branche sehr komfortabel.